Zu Beginn ein Beitrag von Margit Appel, Lieselotte Wohl genannt, und Luise Gubitzer. Luise Gubitzer ist Professorin in Wien an der Universität für heterodoxe Ökonomie. Die Lieselotte Wohl genannt ist die Mitbegründerin eigentlich der deutschen Debatte um das Grundeinkommen. Sie hat jahrelang der Katholischen Sozialakademie gewirkt in Österreich, hatte mehrere Lehraufträge, war auch Professorin in dem Bereich Ökonomie. Und Margit Appel ist jetzige Mitarbeiterin bei der Katholischen Sozialakademie in Österreich. Und die drei Frauen haben einen wunderschönen Beitrag zu dem Thema Feminismus, feministische Debatte und Grundeinkommen hier beigetragen für das Buch. Das liegt mir insofern am Herzen, diesen Beitrag zu erwähnen, weil wir in der Grundeinkommensdebatte des Öfteren in Veranstaltungen feststellen müssen, dass diese Frage, nämlich die spezielle feministische Sichtweise auf das Thema Grundeinkommen, ausgeblendet bleibt. Sie üben zuallererst in Ihrem Beitrag eine Kritik an Flassbecks Vorstellungen, dass denn die Primärverteilung, das ist die Verteilung, die über die Marktökonomie erfolgt, quasi schlicht und ergreifend auch für die Frauen die große Lösung sein könnte, Einkommenssicherung und soziale Integration zu leisten. Das stellen Sie radikal in Frage mit mehreren Feststellungen, was in dieser Ökonomie, in dieser Marktökonomie passiert bezüglich der Frauenproblematik. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das stellen Sie in Frage. Und Sie stellen auch grundsätzlich die Frage, wie man dann auf die Idee kommen könne, dass eine Marktökonomie eigentlich so etwas wie umverteilen könnte, wenn sie denn nur das betrachtet, was in der Marktökonomie stattfindet, nämlich Erwerbsarbeit, Geldprozesse etc., Verwertungsprozesse, wo die ganzen anderen Tätigkeits- und Produktivitätsbereiche, die wir jetzt mit Care-Arbeit, Haus-, Sorge-, Familienarbeit bezeichnen, überhaupt keinerlei Berücksichtigung finden. Ich bin mal in früherem Buch auf das Thema eingegangen, auf welcher Grundlage denn eigentlich diese Marktökonomie basiert. Und die Grundlage ist ja alles das, was den Menschen sagen, erstmal zu Menschen macht, nämlich das Zusammenleben zu organisieren, Hauswirtschaft, Familie zu haben, kleinen Menschen das Laufen und das Sprechen zu lernen. Das sind die Grundlagen jeglicher überhaupt denkbaren Möglichkeiten von Ökonomie. Wer nicht sprechen kann, kann sich nirgendwo ökonomisch auch in keine Marktökonomie einbringen. Und wer leistet diese Arbeit? Also das sind so grundsätzliche Fragen, die Sie stellen. Und Sie stellen aber noch eine andere interessante Frage. Ist das so einfach, wenn wir diskutieren Grundeinkommen? Und damit sind alle klassischen Fragen, womit sich die Feministinnen und Feministen beschäftigen, gelöst. Die ganzen Fragen der Geschlechterungerechtigkeit im Erwerbsleben, in der ganzen Verteilung von diesen Haussorge- und Familienarbeiten zum Beispiel. Oder müssen wir eigentlich viel stärker darüber hinausdenken und noch gerade aus feministischer Perspektive andere Fragen mit dem Thema Grundeinkommen verbinden? Und da versuchen Sie verschiedene Ansätze darzulegen, wie man das machen könnte und sollte. Sodass sagen, nicht eins passiert bei der Grundeinkommensdebatte, dass man denkt, dass mit dem Grundeinkommen diese Geschlechterungerechtigkeiten einfach löst. Denn Ihre These ist, dort wo strukturell in dieser Gesellschaft Geschlechterungerechtigkeit eingebaut ist, kann man einfach mit diesem Grundeinkommen nicht drüber hinweggehen. Man hat dann möglicherweise sogar noch das Problem, dass man Geschlechterungerechtigkeiten verfestigt oder sogar verschärft. Sie schlagen Lösungsansätze vor, wie man beides, den feministischen Blick und die Grundeinkommensfrage, miteinander verbinden kann. Das war der Beitrag von den drei Frauen. Und es gibt noch einen anderen bemerkenswerten Beitrag, der wurde geleistet von Professor Franz Segbers, der lehrt evangelische Theologie und Sozialethik in Marburg, also ein anerkannter Theologe, der sehr viel Literatur auch schon verbreitet hat und viele Texte geschrieben hat im Zusammenhang Theologie, evangelische Theologie und Grundeinkommen, also was hängt mit beiden Dingen miteinander zusammen. Er geht in seinem Beitrag davon aus, dass er sagt, dass die Thesen, die Flassbeck anbringt, eigentlich vollkommen von der Gerechtigkeitsdenke her an grundsätzlichen Fragen vorbeigehen. Denn die Marktökonomen, zu denen sich Flassbeck und andere zählen, setzen ja als eine Gerechtigkeit die sogenannte Tauschgerechtigkeit. Auf dem Markt wird getauscht, die Arbeitskraft gegen Einkommen, also gegen den Lohn sozusagen, Waren gegen Waren in Form von Preisen etc. Und da geht es um die Frage, wie gerecht sind diese Tauschaktionen. Er sagt aber, und da kommt er wohlgemerkt aus dem biblischen Kontext, dass eigentlich eine vorgelagerte Rechtigkeitsebene zu diskutieren ist, wäre die Bedarfsgerechtigkeit. Das meint vom Prinzip erstmal zu schauen, was der Mensch überhaupt zum Leben braucht,
Man kann das übrigens in ökonomisch weiter diskutieren. Was brauchen wir eigentlich von der Ökonomie, um Bedarfe in der Tat zu realisieren? Und von daher sagt er, das Primäre ist eigentlich, die Bedarfsgerechtigkeit zu diskutieren. Und obendrauf, darüber hinaus, können dann Fragen der Tauschgerechtigkeit, zu welchen Äquivalenzen oder Reziprozitäten sich bestimmte Aktivitäten, Produkte etc. tauschen. Das kann man dann danach diskutieren. Und das leitet er natürlich auch menschenrechtlich ab. Er hat viele Beiträge zum Thema Menschenrecht und Grundeinkommen geschrieben. Er sagt sozusagen, das Menschenrecht auf das, was der Mensch zum Leben bedarf, ist das Primäre. Das ist seine Hauptthese. Dort binde ich mich auch mit an diese These. Zuvörderst in meinem Beitrag gehe ich aber auf eine seltsame Ähnlichkeit ein, die mir erst in den letzten Jahren so richtig deutlich geworden ist. Wer sich ein bisschen so in der Ökonomie auskennt, weiß, es gibt zwei große volkswirtschaftstheoretische Schulen. Einmal die neoklassische Ökonomie und einmal eher die keynesianisch orientierte Theorie, was Volkswirtschaftstheorien betrifft. Und Flassbeck und andere kommen ja aus der keynesianischen Schule, also von John Maynard Keynes, behaupten das zumindest. Und mir ist aufgefallen bei den Argumenten gegen das Grundeinkommen, dass sie mit ganz klassischen neoliberalen Argumenten gegen das Grundeinkommen argumentieren. Zum Beispiel mit der Vorstellung eines Homo economicus, dass der Mensch genau abwägt und kalkuliert, berechnet, ehe er ganz salopp seinen Arsch mal hochkriegt, wie viel er dafür Einkommen und Geld kriegen würde. Das geht dann so weit, dass er der Meinung ist, das Grundeinkommen würde die Leute faktisch abreizen, statt anreizen, überhaupt noch irgendwas zu tun. Die andere Ebene, wo sie sehr nah an den neoliberalistischen Denken sind, ist die These, dass es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, aufgrund unserer hohen Produktivität die Arbeitszeit zu verkürzen. Sondern das wäre ein Nichtnutzen von Produktivitätskapazitäten. Das wird ganz deutlich an der Stelle, wo ich sage, man könnte eigentlich auch die Arbeitszeit verkürzen, dass alle zur Erwerbsarbeit kommen. Man könnte damit Primärverteilung treiben. Jeder hat einen Anspruch auf Erwerbseinkommen. Nein, das ist gar nicht so toll. Da würden wir ja Produktivitätskapazitäten nicht ausreizen. Die müssen also alle arbeiten. Und jetzt kommt es aber, warum? Damit sie nämlich das Zeug, was sie produzieren, auch kaufen können. Also arbeiten, um zu konsumieren, um zu arbeiten, um noch mehr zu konsumieren, noch mehr und so weiter und so fort. Und mit dieser These verletzen sie de facto eigentlich das, was Keynes als den Zielpunkt einer wirtschaftlichen Entwicklung, also ihren eigenen geistigen Vater, was Keynes als den Zielpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung beschrieben hat, nämlich in wirtschaftliche Möglichkeiten unserer Enkelkinder, das wäre in etwa jetzt, er hat das 1930 in etwa geschrieben, nämlich Keynes sagt, aufgrund unserer hohen Produktivität mit kapitalistischen Antrieben, mit den ganzen bösen Mechanismen, die man im Kapitalismus kennt, sind wir mal an einem Punkt angelangt, wo die wirtschaftlichen Aufgaben gelöst sind. Oder anders ausgedrückt, wie die AG bei Attac sich nennt, es ist genug für alle da. Das interessiert die gar nicht. Diese Frage wird gar nicht gestellt, wozu produziert werden soll. Es wird gar nicht gefragt, ob wir genug haben. Kleines Einsprengsel. Vorige Woche stand in der Zeitung, dass 30% der Nahrungsmittel auf der Erde vernichtet werden. Die landen nicht dort, wo sie hingehören, in den Magen der Menschen, sondern irgendwo auf Müllhalden, wo auch immer, werden verbrannt, keine Ahnung, was auch immer. Diesen Fragen stellen sie sich überhaupt nicht. Also sind, so wie ich es geschrieben habe, Volkswirtschaftler, Ökonomen, den Begriff würde ich für sie gar nicht nutzen, wenn man aus der Antike kommt und den Begriff Ökonomie kennt, hat man ganz andere Assoziationen als Volkswirtschaft, wie diese Herren und Damen. Sie sind Volkswirtschaftler, die einen radikalen Tunnelblick haben, überhaupt nicht rechts und links schauen, was in dieser Gesellschaft notwendig ist, sondern einfach ihre Volkswirtschaftstheorie im Kopf haben und danach schreiben und alles andere, was nicht hineinpasst, radikal ausblenden. Sie begehen mehrere Fehler drin, habe ich in meinem Beitrag nachgewiesen. Quintessenz meines Beitrages ist, dass wir eigentlich vom Prinzip über eine ganz andere Ökonomie nachdenken müssen und ich feststellen muss, dass es mit diesen Ökonomen leider nicht möglich ist. Wir brauchen also eine ganz andere Überlegung, wie unsere Gesellschaft ökonomisch zu gestalten ist, was eigentlich Ökonomie heißt. Die Frage des guten Lebens muss daran angekoppelt werden, etc. etc. Das ist in etwa der Inhalt meines Beitrages zu diesem Buch als Entgegen auf Irrweg Grundeinkommen. Und darüber hinaus natürlich kommt dabei bei mir der Lösungsansatz, der sagt, Grundeinkommen ist ein Teil, um eine andere Ökonomie anzudenken. Soweit das von mir. Ja, in meinem Beitrag geht es darum, zu schauen, was würde passieren, wenn man sich daran machte, ein Grundeinkommen wirklich einzuführen.
Wir haben in der Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern von Grundeinkommen ganz häufig die aberwitzigsten Vorstellungen davon, was ein Grundeinkommen wäre und was passiert, wenn man es einführt. Klar ist davon eigentlich gar nichts. Und auf beiden Seiten gibt es da sehr sonderbare Ideen, wenn Grundeinkommensbefürworterinnen und Befürworter meinen, nur damit, dass man die Idee des Grundeinkommens und der freien Tätigkeit propagiert, verändert man schon die Welt. Dann zeigt Hartz IV, dass das eine ziemlich träumerische Idee ist. Und wenn Grundeinkommensgegnerinnen und Gegner uns vorwerfen, wir wollten mit dem Grundeinkommen lediglich eine neue Spaltung in der Gesellschaft einführen, wo die einen faul auf Kosten der anderen leben, dann zeigt das lediglich, was für Ängste diese armen Leute denn umtreibt. Auf diese Ebene will ich bewusst nicht schauen, sondern der zentrale Punkt, den hat Ronald im Prinzip schon angesprochen. Bürgerliche Volkswirtschaft jeglicher Couleur, auch die keynesianistische bürgerliche Volkswirtschaftstheorie, begreift Ökonomie letztlich als Verwaltung des Mangels. Ökonomie handelt von Kaufen und Verkaufen, von Preisen. Und Preise sind nur dort durchsetzbar, wo Dinge nicht im Überfluss vorhanden sind. Das geht heute in unserer Welt so weit, dass Mangel zum Teil künstlich und bewusst hergestellt wird. Im Lebensmittelbereich, den Ronald angesprochen hat, wird es nicht unbedingt bewusst gemacht, künstlich in einer gewissen Weise auch. Aber im Bereich etwa des Wissens, der Musik, ihr kennt das alle, Internet, Software, freies Runterladen von Musik oder anderen Software-Elementen. Dort wird über gesetzliche Regelungen Mangel künstlich hergestellt, um Dinge mit einem Preis zu versehen, die mehr werden, wenn man sie teilt. Die also genau das Gegenteil von sich aus, das Gegenteil von einem wahren Charakter haben. Ware heißt immer, wenn ich die mit jemand anderem teile, habe ich weniger. Und wenn ich sie abgebe, wenn ich sie verkaufe, habe ich sie gar nicht mehr. Das ist Kernelement von Ware, dass sie beim Kauf die Hand wechselt. Dass der eine ihren Gebrauch aufgibt und die andere ihren Gebrauch gewinnt. Bei Software, bei Wissen, bei Musik ist genau das Gegenteil der Fall und es wird künstlich ein Mangel hergestellt. Wenn wir also hingehen und sagen, wir leben in einer Welt, in der genug für alle da ist, und das nicht nur an Software und an Musik, dann erheben wir damit den Anspruch, dass bürgerliche Volkswirtschaft die Gesellschaft insgesamt und Ökonomie völlig falsch beschreibt. Wir setzen damit dem Kern jeglicher bürgerlichen Volkswirtschaft, Ökonomie ist Verwaltung des Mangels, eine völlig andere Sichtweise entgegen. Ökonomie ist gemeinsame Gestaltung des Genusses und Gebrauchs und der Produktion unseres gesellschaftlichen Reichtums. Da entsteht dann aber innerhalb des Kapitalismus sofort ein Problem. Denn, kommen wir auf die Lebensmittel zurück, diese Masse an Lebensmitteln, die da vernichtet wird, wird letztlich nicht zufällig vernichtet. Sondern im Kapitalismus gibt es eine ganz bestimmte Struktur, der die Verteilung der im Überfluss vorhandenen Güter folgt. Man kann nicht einfach hingehen und die vorhandenen Güter verteilen. Also das manchmal sehr platt benutzte, auch in der politischen Auseinandersetzung sehr platt benutzte Argument, Geld ist genug da, man muss es nur anständig verteilen, das funktioniert im Kapitalismus nicht so einfach. Denn wenn wir hinschauen, wo dieses genug Geld ist, dann wird sehr schnell deutlich, dass es nicht nur eine Frage der Verteilung ist. Dazu muss man drauf schauen, wie passiert es denn im Kapitalismus überhaupt, dass etwas produziert wird? Dass es genügend Güter gibt im Kapitalismus. Woran liegt das? Diejenigen, die diese Güter herstellen, die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken, die da Hosen, Stühle, von denen wir gerade im Moment gerade so genug haben oder was auch sonst immer herstellen, die tun das nicht, weil ihnen kalt ist oder weil sie sitzen wollen. Und die kapitalistischen Eigentümer lassen auch keine Stühle oder Hosen herstellen, weil ihnen kalt ist oder weil sie sitzen wollen. Sondern die einen tun das, um ein Einkommen zu erzielen und die anderen tun das, um ihre investierten Gelder zu vermehren.
Der einzige Grund für eine Investition im Kapitalismus ist, dass einer ein Geld in ein Geschäft steckt, das er als eine größere Summe hinten wieder raushaben will. Das ist das einzige Motiv zur Investition. Und dort, wo dieser Investition gelingt, wo also Güter hergestellt werden und verkauft werden und eine größere Summe am Ende rauskommt, die dann dem Investor gehört und nicht denen, die die Arbeit getan haben. Dort, wo das gelingt, hat der Investor hinterher mehr Geld als vorher. Und ganz einfache mathematische Überlegung, da reicht Grundschule für, zeigt, dass die großen Geldsummen auf diese Art und Weise schneller wachsen als die kleinen. Also die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse geben eine Struktur für die Verteilungsverhältnisse vor. Und wer anders verteilen will, kommt um einen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse überhaupt gar nicht rum. Wer also sagt, es ist genug für alle da und wir wollen das auch haben. Wir wollen das tatsächlich an alle nicht genau gleich, aber doch so verteilt haben, dass alle anständig davon leben können. Der wird in die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und damit auch in die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse eingreifen müssen. Ein Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens ist in diesem Sinne also ein Vorschlag für eine ganz andere Art der Herstellung von Gesellschaft. Bisher, dort wo kapitalistische bürgerliche Gesellschaft funktioniert hat, also im Sozialstaat der 50er bis Anfang 70er Jahre, da wurde Gesellschaft darüber hergestellt, dass du am kapitalistischen Erwerbsarbeitsprozess beteiligt warst. Die Rolle und Stellung, die du im Erwerbsarbeitsprozess hattest, entsprach in etwa deiner Rolle und Stellung im gesellschaftlichen Gefüge. Damit haben sich auch die, denen das dabei nicht besonders gut ging, identifiziert. Das ging so weit, dass wir auf die Frage, was bist du, einen Satz antworten, der sagt, was wir zum Zweck des Gelderwerbs tun. Ich bin Busfahrer oder ich bin Metzger. Auch der fährt nicht, weil er wohin will und schlachtet nicht, weil er Hunger hat. Das ist nochmal ein anderes Problem. Schlimmste, was du auf die Frage, was bist du, sagen konntest, war, ich bin nix, ich bin nur Hausfrau. Der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens akzeptiert diese Form von Gesellschaftung nicht mehr, weil ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen würde, dass ich zumindest vorübergehend sagen kann, ich verkaufe meine Arbeitskraft in diesem System nicht mehr. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Ich muss nicht mehr zum Geldverdienen tun, was ich gar nicht sein will. Ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass viele, sehr viele herkömmliche Arbeitsverhältnisse inzwischen vollkommen überflüssig sind und lediglich noch zur Ausbeutung der Leute und zum Zwang der Leute in dieses System aufrechterhalten werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt zur Kenntnis, dass viele andere Formen von Produktivität bestehen. Ronald hat es am Beispiel des Reproduktionsbereichs nochmal sehr deutlich gemacht. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt zur Kenntnis, dass auch bisher schon ganz, ganz viele gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten eben nicht im Bereich kapitalistischer Erwerbsarbeit durchgeführt worden sind. Wer das so zur Kenntnis nimmt und damit den Zwang zum Verkauf der eigenen Arbeitskraft tatsächlich nicht aufhebt, ein Grundeinkommen würde nicht so hoch sein können in absehbarer und überschaubarer Zeit, dass überhaupt niemand mehr seine Arbeitskraft verkaufen müsste. Also das Grundeinkommen ist nicht identisch mit der sozialistischen Revolution. Also so der Trick hintenrum und keiner merkt es, das funktioniert nicht. Das Grundeinkommen lässt natürlich die kapitalistische Gesellschaft erstmal bestehen. Es mildert ihre Zwänge. Aber wer dieses tut, kommt trotzdem nicht umhin, zumindest punktuell, für die Finanzierung eines solchen Grundeinkommens, weil das mit einer großen Umverteilung verbunden wäre, in die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse einzugreifen. Und ein solcher Eingriff in die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse wäre ein Schritt, der in der Tat nur bewusst gegangen werden kann und der nicht heimlich und ohne, dass es jemand merkt und zufällig durchgeführt werden könnte.
Wäre also ein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Sinne, wie wir es vorschlagen, von dem menschenrechtlichen Standpunkt aus, es ist genug für alle da und alle haben ein Anrecht darauf, das auch zu bekommen. Und nicht als ein sozialadministratives, technokratisches Instrument begreift. Also in dem Sinne, wie du Franz Sigbers zitiert hast, wer ein Grundeinkommen so begreift, wird sich, das ist letztlich die Kernthese meines Beitrags, der Auseinandersetzung um die kapitalistische Eigentumsordnung stellen müssen, auch wenn das für große Teile der Grundeinkommensbewegung bisher ein Buch mit 7 Siegeln ist.